Moin, Alex Reinke. Hallo, hier im IGS. IGS Skatepark, Wilhelmsburg bei Hamburg. Gerade eine schöne Session gehabt mit meinem Kollegen Henrik aus Münster auch. Und es ist ein geiler Park hier. Jahre geworden, vor einer Woche, genau. Vor jetzt 30 Jahre bin ich. Und fahre immer noch, habe immer noch eine Menge Spaß dabei. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade angefangen, wieder Half-Fab zu fahren. In Bielefeld mit dem Benny Kopp zusammen, ein paar Jungs, was auch wieder mächtig Spaß macht, würde ich auch wieder mehr machen. Ach, ich habe immer noch genauso viel Spaß wie früher. Also fast noch mehr sogar, weil es einfach ein bisschen ungezwungener ist und man einfach nicht mehr irgendwie Sponsoren hat, die sagen, du musst jetzt, fährst einfach, wenn du Bock hast und musst auch niemandem mehr was beweisen und hab einfach eine Menge Spaß dabei. Hier ja, war das erste Mal mit der. Deswegen, also ist es auch nicht ganz so einfach, die Lines zu finden, aber macht eine Menge Spaß. Muss man nochmal wiederkommen. Ich bin immer BMX gefahren, also ich habe aufgehört, irgendwann Profi zu sein oder das Profi-Ding irgendwie zu machen. Aber also Hendrik und ich sind auch viel am Surfen, also so oft, als es irgendwie geht hier in Deutschland. Und jetzt auch ein bisschen öfter Mountainbike fahren, um wieder ein bisschen fit zu werden. Und das sind so die Sachen, die man neben dem BMX-Fahren macht. Ja. Ich habe noch eine Rampe im Garten, 2 Meter, 7 Meter breit, 2 Meter hoch. Und die fahre ich auch noch alle Nase lang. Aber grundsätzlich muss man wieder öfter fahren, aber jetzt irgendwie auch viel arbeiten und gibt es auch noch ein Kind und eine Frau. Die müssen auch irgendwie Spaß am Leben haben mit mir zusammen. Ich habe gerade eine 4 Monate alte Tochter gekriegt. Von daher auch alles ein bisschen in der Erinnerung. Ich arbeite jetzt momentan für die Firma Toms. Toms ist eine Schuhmarke und Brillen und wir haben im Endeffekt so eine Kampagne, die nennt sich One for One. Also wir geben pro verkauften Artikel geben wir ein. Das heißt, pro verkauften Schuh schenken wir einem Kind auf der Welt ein paar Schuhe. Und bei den Brillen ist das so, dass wir pro verkaufte Brille Augenlicht spenden. Und da haben wir, die gibt es seit 2006, das ist ein Amerikaner, der es macht. Und jetzt haben wir seit 2006 das 10 Millionste paar Schuhe gespendet. Und jetzt sind wir dabei, hier in Deutschland die Marke aufzubauen. Right on! Fahrt einfach so lange BMX, wie ihr wollt, wie ihr Bock habt. Das ist wichtig und macht Spaß.